Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Heroes Siege hier im Dornfarum. Okay, nicht Dornforum, sondern Dornfarum. Gut, dann machen wir weiter hier. Wir haben ja schon mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob der mir mehr anzeigt. Lebensraum, oder habe ich seitdem nichts mehr bekommen können? Aber wahrscheinlich habe ich seitdem nichts mehr bekommen können, das kann auch sein. Hab mich schon gewundert, wo ich hier keine Dings mehr kriege. Aber was kann das eigentlich sein? Okay, als Bergbauer für 22. Level haben die, oder 22er Level haben die Gegner. Na, halt ein bisschen was durch. Immerhin. Naja. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Die Laser gerade machen extrem viel Damage. Aber gut, das haben die schon immer gemacht, ne? In dem Spiel haben diese Laser mal unglaublich viel Schaden gemacht, die arkane Magie. Ist leider so. Ich glaube, zum Frosch gemacht. Ja, stell mir vor, ich habe später irgendwie 10 Pfeile, das ist natürlich geil. Das ist halt ziemlich edel. Zombie-Werwolf. War mal so, dass wir gleich den Bossgegner killen können, wenn wir raus sind, dass wir dann die Zeit schon haben. Oh ja, nett war mal. Ja, ich bin mal ein bisschen unfair. Ne. Chip Safer nehme ich mit. Habe ich auch noch nicht mitgenommen. Wo muss ich eigentlich hin? Habe ich doch angefangen oder nicht? Ach, da geht's raus. Habe ich glatt übersehen. Oh, ich glaube, das ging noch nicht weiter, die scheinbar die Zeit war. Das ist ja doof. Ich habe mich schon gefreut, nicht so viel rumsitzen zu müssen. Naja. Dann kämen wir in der Zeit noch alle anderen, können wir jetzt auch noch rennen. Renn mit uns. Aber das war Augen zu und durch, wa? Das soll passieren. Dummerweise habe ich wieder keinen Schlüssel. Ah, ich hätte irre, ey. Wo kriege ich diese dämlichen Schlüssel her? Das dauert immer noch zu lange. Rechts ist ein Schlüssel auf der Map, den kann ich mir gleich nochmal reinziehen. Kann der Gegner mehr? Okay. Alles erledigt. Da oben ist noch ein kleiner roter. Was ist das denn? Ist das noch ein Rubin, den ich wieder vergessen habe? Ich hätte irre, ey. Diese ganzen kleinen Dinger, die über. Nein. Ha. Huh. Was man damit macht? Keine Ahnung. Ah, leider wieder nur normaler. Schade. Was haben wir hier? Ausdauer erhöht, Schaden erhöht. Ach, wusste man, ich dachte, satanisch wäre da irgendwas. Aber nein, das ist tatsächlich nur ein Trank, der mich schlechter macht. Schade. Level 30, Attack Speed um 25% erhöht. Nice. Ein Achievement für Level 30 bekommen. Es gibt sogar ein Achievement, alle Heroes auf Level 100 zu bringen oder so. Das ist auch, da muss echt viel Zeit haben. Die Zeit werde ich leider nicht haben. Ich werde nur einen auf Dings machen können, auf Maximum. Also auf 100, wenn es geht. Schauen wir uns mal so ein bisschen an, wie die Story ist. Das ist interessant. Als ich das Spiel nämlich angefangen habe, damals zu spielen, vor 3 oder 4 Jahren, da war das Spielkonzept komplett anders. Und zwar war es so gewesen, du bist halt auf so einer Map gespawnt.
Das Aussehen ist genau gleich gewesen, General Khan. Aber die Gegner kamen in Wellen. Und zwar immer in diesen Bereich reingelaufen. Das heißt also, Welle 1, Kabarin, hatte ich. Also meistens hat sich irgendwie gekillt. Also man war ziemlich schwach gewesen. Schon wieder ein Chip-Skull-Verlauf vergessen. Und wenn du besiegt hast, kam Welle 2 und so weiter. Ja. Und hier hast du wirklich eine Story. Oder na, was heißt Story? Du hast hier einen Ablauf drin, ja, das gab's halt in dem anderen Hero Siege nicht, was ich kann. Deswegen habe ich es damals als irgendwie Crap definiert. Für mich zumindest. Und das Spiel hier ist echt cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass die das so ändern, dass es gut ist. Ja. Das ist schon auf jeden Fall interessant, dass die das Spiel komplett Konzept einfach komplett über den Haufen geworfen haben und gesagt haben, yo, jetzt ist es anders. Echt super interessant. Ich brauche mir doch einen, weiß ich nicht, einen AOE-Angriff oder so, aber das, dafür ist der Mehrfachfeuer eigentlich da. Ein Chipped Amethyst? Ich würde ja ganz gerne mal so einen Flawless, also einen absolut perfekten Kristall machen. Dafür brauchst du aber wahnsinnig viele normale wahrscheinlich. Ah, wir sind schon am Sammeln. Das ist übrigens, der Stash ist übrigens übergreifend. Das heißt, wenn ich von meinem Nekromanten was reinpacke, sehen es alle meine anderen Charaktere auch. Das ist voll cool. Ich finde die Bosse auch immer cool. Gefallen mir. Was zum Geier macht das jetzt? Ach, das ist der Wächter, wa? Der mich irgendwie immer schützt. Ein Rattennest. What is that? So was Feindliches. Das ist nichts Gutes. Hat mir zumindest Damage gemacht. Wie oft ich den Dings casten kann. Das Geschütz. Das Geschütz. Es ist halt so ultra stark. Ja. Alles schon auf der Stufe. Voll mini kleine Mission hier. Kann man ja kaum leveln. Mal gucken. Ja, genau, ist klar. Die schießen halt drei Pfeile, ja. Hey, seht, ich krieg keine Dings mehr. Keine Relikte mehr. Achso, Quest abgeschlossen. Dann gehen wir mal kurz nach Hause. Abbaustätte A. Ernsthaft, Abbaustätte A? Oh. Ich glaube, ich habe mir gerade ein Dings gekauft. Eine magische Kiste. Wollte ich gar nicht. Naja. Dafür habe ich so einen Speer bekommen, der mir einfach mal 500 Schaden dazu bringt. 2000. Wow. Aber kann ich da nicht mit dem Kämpfen. Ah, doch, wobei ist das ein Bogen, oder? Nee. Kapferpune? Ist doch kein Bogen, Alter. Ein Level von 32. Nee, ist ein Javelin, ist ein Speer. Schade. Na, hier steht's ja, Javelin. Wow, der würde mir einfach mal den Schaden verdreifachen. Den packe ich da mal in den Stash rein. Kann ja sein, dass ich mal mit einer Amazone spiele oder so. 2700 Items, okay. Gegner getötet, wow. Dein Ernst? So eine lächerliche Mission? Das ist ja auch meine Skills-Level, die ich hier bekommen habe. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Binding of Isaac gerade, dieser Gegner hier. Oder? Absolut nach Binding of Isaac. Die Mission wäre auch mal kleiner, oder? Kann das sein? Also, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Man muss nicht mehr so viel rumlaufen. Aber kann ich natürlich auch nicht mehr so viel entdecken.
Zwei Punkte sogar. Wir pushen das komplett nach oben. Um hier einfach mal 7 Pfeile später schießen zu können, das wäre natürlich schon super edel. Oh, Stahlhandschuhe. Ja, macht sogar mal Angriff. So ein, weiß ich, so eine Nova oder sowas wäre ganz cool, aber es ist leider nicht der Style vom Scharfschützen. Ein kurzer Speer in Gold. Das wäre halt eher so magiermäßig was. Eine Mimikkiste. Oh, die ist weg. Oder die ist hier gedroppt. Das kann auch sein. Nur eine Rune gedroppt? Schuft. Aber das mitnehmen. Wir haben 36.000 Gold. Okay. Gold kann nicht schaden. Klick, klick. Eine Drax-Rune. Ob ich die Rune auch irgendwie verbessern kann? Ich kann einfach stehen bleiben, passiert trotzdem nichts. Müssen sie ziemlich oft angreifen, um mich killen zu können. Vor der Gesundheit. Oh, und nicht verkehrt. Was ist das hier auf dem Boden? Oh, eine goldene Kiste. Ja, damit. Und ein kleiner Schlüssel haben wir auch noch. Ich krieg halt 150 Leben wieder. Pro Sekunde. Bisschen viel, wa? Wollte ich ein bisschen mehr Cooldown Reduction? Um noch mehr Geschütze spammen zu können. Jetzt habe ich 3. Parasektoid. Ich finde es cool, dass die Missionen nicht mehr allzu groß sind. Das ist praktisch. Aha. Alt wollte ich drücken. Okay. 50. Siehst du? Mit dem Dresch fliegt. Ah, okay. Verstehe. Verstehe. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Der Albtraum. Monster Level 25. 25 Erfahrung pro Gegner, okay, ja, gleich wieder Level Up. Money! Gehörnter Soldat. Bam! Ritter in Rüstung. Der ist wahrscheinlich ein bisschen immuner gegen den physischen Schaden, aber wahrscheinlich anfälliger gegen den magischen Schaden. Den ich jetzt aber halt nicht habe. Ich bin auf jeden Fall bei 2000 Leben. Ist schon mal sehr, sehr schön. Hübsch, hübsch. Oh, eine Knochenhütte. Na, ich mal alle Gegner hier anlocken. Was liegt denn da so schönes? Ah, Kristalle und Lanzen und so weiter. Mhm. Interessant. Eine Drax-Rune. Auf jeden Fall mal kurz alles mitgenommen. Oh. Aha. Kein Abgrund. Ja, die blockieren einen nämlich, ne, die Schweine. Und mit dem Kristall kriegt man halt die besseren, die ganzen Kisten, die guten. Die kann man sich da kaufen.
Okay, was ist denn für eine Mission? Was möchtest du von mir? Schon wieder Mondschein sammeln. Na! War mir nicht irre, ey. Die spawnert immer irgendwie erst danach. Ich find's doof, dass man das nicht vorher sammeln kann. Sehr, sehr nervig. Nein, der Boss muss warten. Du musst leider noch ein paar Sekunden warten, bevor ich dir in den Arsch trete. Das ist mehr als 8? Nein, das sind genau 8. Okay. Das ging ja fix. Sind ja glücklicherweise nicht mehr so groß, die Maps. Oh, Mimik schon wieder. Na, komm mal her. Das Auge wieder mal. War schön. Hau rein. Okay. Gut, Leute. Bevor wir machen, kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns nächste Woche wieder für den Hero Siege. Bis dahin. Ciao.